stylen, du kannst dich umziehen oder deine Fahrzeuge stylen. Oder du kannst tun, was du sonst so tust, wenn du nicht gerade fährst. Ich weiß nicht, es muss da noch andere Sachen geben. Das Haus ist groß. Ich meine, sieh dich einfach um. Ja, Leute, da... Erstmal herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. Da bin ich wieder in irgendwas reingeraten, ohne dass ich es wollte. Ich habe das Spiel neu gestartet und dann war ich jetzt hier drin. So, ich kann jetzt hier mein Fahrzeug anpassen. Farbe zum Beispiel, offiziell. Ich kann aber auch normale Farben nehmen. Das sitzt aber jetzt gerade hier nur die... Nur an dem Fensterrahmen liegt das Fett. Fett, ja. Fest. Na, gucken wir mal. Aha. Exklusiv. Ach, gucken wir mal hier. Hier kann man die Dingens jetzt ändern, im Prinzip. Ich finde eigentlich, dass das hier hinten ganz gut aussah. Nehmen wir das da. Oh, nee, das kostet viel zu viele Bucks. Wir lassen es einfach mal so. Das Aussehen. Guck mal. Alter, wie viele verschiedene Felgen es hier gibt. Mein lieber Herr Gesangsverein, ey. Na gut, Performance kennen wir ja schon, das gute Menü. Diese Sounds sind auch cool irgendwie. Aber an den Reifen. Ich kann nichts anderes erinnern, außer die Reifen gerade. Naja, gut. Wir haben aktuell kein anderes Auto. Soweit ich das weiß. Doch. Hey, lol, als ob. Als ob. Oh. Okay, das checke ich noch nicht so ganz. Wo habe ich denn jetzt die anderen Autos her? Leistungsstufe 63 von 140. Wo habe ich denn das? Ach, das sind meine DLC-Inhalte, glaube ich. Aus dem Season Pass. Kann das sein? Guck mal hier, dann fahren wir mal Motorrad. Nee, ich kann das nicht auswählen. Achso, weil ich das schon ausgewählt habe. Hehe. Boah, wie geil ist das denn? Boah, das nehme ich jetzt, Alter. Also das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich würde sagen, das fahren wir, oder? Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Boah, der zieht. Alles klar, damit können wir doch alles ficken, ey. Ganz ehrlich, komm. So, hier sind wir hinten bei unserem HQ. Mal gerade gucken... Grand Canyon Flucht. Wir machen mal gerade Filter auf. Mal gerade Tests. Und zwar welche, die noch nicht abgeschlossen sind. Da wollte ich nämlich hier hinten was machen. Das ist doch schon mal fast perfekt für unseren, für unseren guten Dingens hier. So einen schönen Slalom. Thank you.
Okay, Leute. Nice Sache. Bam. Okay. Ja, nicht schlecht, muss man sagen. Nicht schlecht. Ja, ich habe übrigens auch die Musik ausgeschaltet, weil, ja, die Musik halt tatsächlich urheberrechtlich geschützt ist, was ich wirklich ein bisschen... ein bisschen schade finde. Wäre halt cool, wenn man irgendwie so eine Playlist hätte, hier bei The Crew 2. Ich mach mal gerade den Chat aus. Bei The Crew 2, wenn man so einen Chat hätte. Kein Chat. Wenn man eine Playlist hätte von einem Radio, wo urheberrechtsfreie Musik drin ist. Das wäre einfach super. Könntet ihr ja vielleicht noch nachpatchen, Ubisoft. Das wäre ziemlich cool, muss man sagen. Wieso habe ich denn so gute FPS im Spiel? Habe ich irgendwas an der Grafik aus Versehen verändert? Nö. Nö. Hm. Gut. Alles klar, na gut. Also der Test hier, der lief schon mal ganz gut. Hier hinten haben wir auch noch einen. Noch ein Slalom. Na, dann machen wir diesen Slalom hier auch noch. Was ich noch nicht so ganz weiß, ob ich es gutheißen soll oder nicht, ist die Tatsache mit dem, mit den Medaillen. Früher beim alten The Crew hatte man ja immer so Medaillen, die man sich verdienen konnte. Je nachdem, wie krass man halt war. Jetzt gibt es einfach nur geschafft oder nicht geschafft. Im Prinzip. Aber man kann halt noch seine Rivalen schlagen für die besten Liste. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich fand das eigentlich ganz cool mit den, mit den Dingens, mit den Medaillen. Weil so war man immer noch mal ein bisschen motiviert, den Test noch ein drittes, viertes, fünftes Mal zu fahren. Und zu gucken, dass man da endlich jetzt mal besser wird. Und man da doch noch die Platin-Medaille holt. Dann am Ende gab es ja sogar noch Platin. Wenn man irgendwie was gemacht hatte, ich weiß es nicht. Also... Oh Scheiße, habe ich mal hinten meine Belohnung liegen lassen. Okay. Alles klar, wir haben ein neues Steuerteil bekommen. Fuck, habe ich hier hinten Beute liegen lassen? Wo war denn der erste Test? Hier hinten irgendwo, gell? Nee, sonst müsste... Ich glaube, Beute, wenn Beute irgendwo liegt, die wird fett auf der Map markiert. Hier haben wir wieder eine Flucht. Die würde ich ganz gerne mal machen. Mal gucken. So, fahren wir mal hier hinten lang. Weiß gerade nicht. Muss man halt mal gucken, wo man hier lang kommt am besten. Wenn man nämlich in so eine Sackgasse fährt, dann hat man halt zum Beispiel verkackt. Das ist halt dann ganz schöne Scheiße, muss man sagen.
Bremsweg wird ein bisschen höher, aber ansonsten wird eigentlich alles besser. Okay. Gut. Alles klar, das würde ich aber ganz gerne nochmal versuchen. Kann ich den nochmal neu starten? Im Prinzip. Starten wir nochmal neu. Wir folgen jetzt mal dem Tuck ganz unauffällig, okay? Der Tuck, der hat es ja anscheinend gut gemacht. Ich meine, der kennt halt den richtigen Weg, ohne dass man in irgendeine Sackgasse reinfährt. Das ist nämlich auch schon mal ganz wichtig hier, würde ich sagen. Oh, shit. Shit, shit, shit. Ach, fuck, ey. Ah, weißt du was? Ist mir jetzt egal. Wir machen weiter. So, was haben wir hier oben? Hier haben wir wieder eine Flucht. Okay. Klingt cool. Oh, schön. Ach du Scheiße, der ist aber ganz schön fast, der ist Fuckboy. Cool ist auch, dass es nicht nur auf der Map jetzt angezeigt wird, sondern auch im Prinzip in der Welt tatsächlich also dargestellt wird. Gab es jetzt hier keinen Dingens? Nee, hier gab es jetzt keinen Dingens Kojote. Oh, da ist ein Elch, aber kein Kojote, scheiße. Hab mir jetzt so gedacht, boah, geil. Kann ich das Schiff von... Oder muss ich einfach nur... Warte, ich mache jetzt einfach mal einen Schnappschuss. Hä? Das war doch kein Kojote, das war ein Elch. Oder sollte ich einfach nur ein Bild vom Tier machen? Ah, nee. Okay, die Aufgabe besteht immer noch. Warte mal, wo ist denn hier ein Kojote? Wo ist denn hier so ein kleiner Kojote, ey? Ich will den jetzt haben, ich will den jetzt finden. Bärenauslese. Halte nach dem Bärenausschau. Finde ich lustig, dass sie das in einem Rennspiel mit reingebracht haben. Dass man hier im Prinzip so auch Tiere im Prinzip aufnehmen kann und fotografieren kann. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Hat zwar nicht viel mit Rennen zu tun, aber das ist ja nicht schlimm. Ich muss nach dem Bären Ausschau halten. Gibt es nur einen Bär auf der Welt?
Der Bär, oder was? Der eine. Das erinnert mich da an Sniper Elite 2 war das, glaube ich. Der Scharfschütze ist da! Der Scharfschütze! Als ob es so einen Scharfschützen auf der Welt geben würde. So, aber wo ist denn jetzt hier der Bär? Das ist jetzt hier die Frage. Okay, das ist... Das sind ein paar Bisons, aber kein Bär. Boah, gut. Schauen wir mal weiter. Da hinten ist wieder ein Elch. Also Leute, keine Ahnung, wo hier ein Bär sein soll. Naja, ist mir jetzt zu blöd. Sind wir mal ehrlich. Auch Flucht wieder hier hinten, mein Gott. Gibt's auch noch was anderes als Flucht? Aber bei Offroad ist wahrscheinlich oft Flucht. Oh. Geil. Das betrifft aber immer nur das Auto, ne? Hier, okay. Aufhängung. Okay, nicht schlecht. Gut. Schöne Sache, ja. Alles klar. Gut, jetzt haben wir noch einen Test nicht abgeschlossen und dann können wir mal wieder mit den normalen Rennen weitermachen. Oh, hier hinten haben wir mal wieder ein Slalom. Ich find's Wahnsinn. Wirklich, man hat wirklich jetzt null Ladezeiten. Null. Ich meine, bei The Crew 1 hatte man zwischendurch man wirklich so ganz kleine, wenn man irgendwo Blitzreise hinmachen wollte. Aber auch das war schon nicht der Rede wert. Oh. Hoppala. Das können wir besser. Das können wir ganz klar und eindeutig besser, muss man sagen. Was ist denn das für ein Stern da? Was ist das für ein Stern? Na egal. Wir machen nochmal. Das kriege ich nämlich besser hin. Wenn ich nämlich eigentlich einmal gegen dieses komische Ding da gedonnert wäre, dann... Hätten wir es easy machen können.
Ach, fuck. Ach, jetzt habe ich es aus Versehen abgebrochen. Stimmt, wenn man die Map öffnet, dann wird der abgebrochen. Ach, fuck, ey. Probieren wir es aber nochmal. Ah, fuck. Naja, egal, 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 Leute. Egal, wir machen jetzt mal weiter mit den normalen Rennen. So, da... Nein, wollte ich doch gar nicht. Oh, hier kann man immer so viel falsch machen, wenn man irgendwas nicht drückt, was man drücken wollte. So. Also, Standard. Events. Standard. Oh. Was ist das denn hier? Landtempo. Was ist das? Landtempo. Ah, Details. Ach, das ist sozusagen ein Rekord, den hier jemand aufgestellt hat, oder was? Was kann ich damit machen? Außer mir das angucken? Ach, das sind Highlights. Okay. Okay, Events. Status. Nicht abgeschlossen. Nicht abgeschlossene Events. Gut, gucken wir mal. Hier hinten haben wir noch ein Event. Rally Raid. Das klingt doch mal vielversprechend. Wegpunkt setzen. Empfohlen 30. Hm, gut. Bei diesem Rennen fährst du ein Mercedes Pickup, X-Klasse, genau wie die Konkurrenz. Das heißt, es kommt auf den Fahrer an. Und das sage ich, weil ich weiß, dass du der Beste da draußen bist. Oh, danke. Okay, das, sowas mag ich immer. Wenn quasi gleiche Gerechtigkeit ist für alle. Ah, das ist wieder ein Zeitrennen. Ja, diese Vorgabe, gell, die braucht viel zu lange. Das ist viel zu einfach. Wo ist der denn gerade? Ach, da hinten, okay. Ich habe auch Bullshit gelabert. Im letzten The Crew-Teil konnte man auch ins Cockpit wechseln. Ich habe da letztes Mal gemeint, dass es nicht ging. Allerdings ging das, nur war es nicht so gut und nicht sonderlich detailliert. Aber möglich war es allemal. Boah, das ist schon geil, ey, ganz ehrlich. Wenn ihr hier so den Berg runterdüst, Alter, weißt du, boah. Schon irgendwie geil in gewisser Weise. Fuck, jetzt muss ich aber hier irgendwie mal aufpassen, dass ich hier
hochkomme. Du liegst unter der Streckenzeit. Es ist doch gut. Oder ist das schlecht? Ne, eigentlich ist das gut. Ich meine, sonst wird es mir nicht in grün dargestellt werden, denke ich mal, ne? Vorne haben wir das schon das Ziel. Also ganz ehrlich, das ist ja richtig easy, ey. Können wir eigentlich direkt nochmal fahren auf schwer. Oh. Oh. Achso, ich muss über die Brücke da hinten fahren, oder was? Nee, wack. Fuck, wo muss ich denn lang? Doch, ich muss da hinten irgendwie drüber fahren, glaube ich. Ah ja, ja, okay. Ach so, wow, das hatte ich ja fast noch eine Minute gehabt. Oh, guck mal, ey, geil. Neues Fahrzeug verdient, hui. Okay, dieses Fahrzeug habe ich mir jetzt also verdient. Und für dieses Fahrzeug habe ich direkt schon mal richtig gute Beute. Ah, man kann aber auch, wenn das derselbe Fahrzeugtyp ist, das wechseln. Also jetzt hier zum Beispiel Auspuff 49, ne? Könnte ich rein theoretisch jetzt hier unten runter montieren. Und dann dieses Fahrzeug hier machen. Weil es derselbe Typ ist. Nein. So, jetzt haben wir hier schon mal Leistungsstufe 49 immerhin. Ich würde jetzt ganz gerne das Event aber nochmal machen, weil er ist mir zu weit jetzt. Ich wollte eigentlich auch gar keinen Wegpunkt setzen, sondern wollte eigentlich eine Blitzreise hinmachen. Ich werde jetzt nochmal auf schwer versuchen. Ist das jetzt auf schwer?
Schwierigkeit wechseln. Für jedes Event wird eine Stufe empfohlen. Oh. Am besten du richtest dich danach. Klar, du kannst die Empfehlung natürlich auch ignorieren, weil du so gut bist. Aber es ist immer besser, bevor man sie bricht. Ich glaube, 110 ist dann doch ein bisschen zu krass noch für mich. So, genau. Ja, jetzt haben wir hier hinten auch noch ein Home. Okay. Machen wir mal Filter an. Events abgeschlossene. Nicht abgeschlossene Events. So, jetzt haben wir schon, erstmal die ersten, sag ich mal, durch. Also von Rally bzw. von Offroad. Was machen wir denn mal als nächstes? Ich würde sagen, wir machen mal Fliegen, oder? Fliegen klingt gut. Deswegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, hier bei der Crew 2. Dann werden wir auf jeden Fall hier Freestyle-Prüfungen machen, wo unter anderem auch Fliegen dabei sein wird, steht hier zumindest. Pro Racing ist Boot, okay, eher, das ist auch alles im Prinzip. Nur hier, Street Racing ist wahrscheinlich nur Auto, ja, okay. Also nächste Folge ist hier Freestyle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.